Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf den Big Flats Texas. Ja, wir haben immer noch Kometenvögel mit einem Schweif. Ja. Verrückt. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt von euch irgendwann ja nochmal die erleuchtende Einstellungsinformation. Ich nehme die Folgen natürlich im Voraus auf. Leider auch irgendwie weit im Voraus, weil ich halt übelst Bock habe auf Spielen. Deswegen, ne, irgendwann. Da kommt wahrscheinlich der ein oder andere Tipp. Ich habe doch mal ein bisschen rumprobiert. Ich habe jetzt die Framerate ein bisschen hochgedreht. Also ich habe auf 144 Hertz, glaube ich, also Bildwiederholungsrate von 60 auf 144 hochgenommen. Weil mein großer Monitor hier, worauf ich drauf spiele, hat nämlich auch 144. Und ich muss sagen, das läuft deutlich flüssiger. Da ich auch in 144 aufnehme, in 1440, entschuldigt bitte, denke ich mal, könnte das Video vielleicht so ein bisschen flüssiger und ein bisschen schöner laufen. Ne? Ich habe die Ballpresse mit den Onkel hier mal abgestellt. Wie ihr seht, war ich fleißig. Ich habe das große Feld hinten abgedroschen beim letzten Mal. Da habe ich mir gedacht, ach komm. Ziehst du durch, machst du fertig. Wir können gleich mal im Hofsilo gucken, wie viel denn da nur zusammengekommen ist, weil jetzt können wir ordentlich in den Strohballenprozess einsteigen. Ne, wir müssten den Schwader erstmal gleich in die Spur schicken, dass der hier Arbeit verrichten kann, weil Acker ist groß, wie wir alle wissen. So, steige mal ein. Und Action. Also, guck mal, alleine schon diese Ranzoom geht irgendwie schneller. Gefühlt. Ist verrückt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Könnte für euch wieder mal eine sehr wilde Kameraführung werden in der nächsten Zeit. Aber ich denke, da kommen wir mit klar, oder? So, auf dem Acker hier liegt Kalk. Ich glaube, das müssten wir hier auch machen, ne? Braucht der Acker Kalk? Unkraut wächst auf jeden Fall schon mal. Ja, lass mal im Menü gucken. Was ist denn hier? Feldinfo-mäßig Wachstum. Ist erstmal ab. Dann steht hier, das Feld benötigt ja nichts. Muss weder geflügt noch gekalkt werden. Hat noch nicht mal Dünger. Hat ja nichts. Ist quasi jungfräulich der Boden. Außer Unkraut. Okay. So, dann Schwader runter und Action. Wir lassen den hier einfach mal arbeiten, oder? So. Und gib ihm. Er ist hier nämlich leistungstechnisch deutlich besser mit dem Schwader unterwegs wie der andere. Deswegen würde ich sagen, gucken wir, dass wir mit dem Kleinen erstmal da die Ballen zusammen gefummelt kriegen. Gucken wir mal. So, ganz auf entspannt. Ist schon wieder eine ganze Weile her, wo ich gespielt habe, sage ich ganz ehrlich. Aber die kriegen wir hin. Ich muss erstmal selber kurz wieder rinkommen, aber ja. Wir starten damit. Ich mag den. Warte mal, Ballengröße 140 haben wir schon. Okay. Und dann klappen wir Olga mal auseinander und dann legen wir mal los. Wir haben noch Janisch zum Abfahren. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir da noch an irgendwas vernünftig rankommen. Ein Ballenwagen oder so. Ein bisschen Kohle haben wir ja noch. Die Helfer, die waren halt teuer. Ne, die beiden Dröscher auf den großen Feldern. Puh. Ach so, apropos Dröscher. Ich habe bei den beiden Dröschern das Ablade... Besser gesagt, das Ablade? Ja, oha. Nee, die Abladegeschwindigkeit aus dem Korntank ein bisschen erhöht, dass die da nicht Ewigkeiten stehen und jeden Getreidekorn quasi einzeln rausrieseln lassen, sondern die machen das jetzt vernünftig. So, dann wollen wir mal pressen. Ich hab da voll Bock drauf. Oh, der pfeift der übelst los. Hä, was ist denn die Presse eingestellt hier? Na, sag mal. Hä, kommt da hinten überhaupt was raus? Ah ja, jetzt. Okay. Ja, das läuft viel flüssiger, oder? Und guck mal, die Flicker und die Flacker ist weg. Vielleicht war das einfach nur die Framerate, kann das sein? Also mit den Qualitätseinstellungen und so. Ich habe ja die Helligkeit ein bisschen hochgedreht. Ich war ja von 0,8 auf 1 bin ich wieder zurückgegangen. Und ich muss sagen, sieht doch deutlich besser aus. Weil ich hatte den Eindruck, die anderen Videos, die wir davor gemacht haben, da war irgendwie alles so düster und so dunkel und ja, weiß auch nicht. Jetzt ist cool. Schön Ballpressen. So, jetzt kommen sie aber, die Dinger.
Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie viel das werden. Wir sind hier noch auf der Klenefeld unterwegs. Gucken wir einfach mal. Aber guck mal, ich finde auch geil diese Stoppeln von Mitreide und alles hier. Was ist denn? Oh, die Rattenhabe, die ist so oval. Ich dachte schon, hä, was ist denn da los? Nee, ist so, okay. Bin total verzaubert von diesem Traktor. So. Na, dann wollen wir mal. Wir haben das erste Schwatt gleich im Kasten. Oh, oh. Leute, was haben wir getan? Unfassbar, wie viel Stroh das wird. Auweia, auweia. Na, mal gucken. Hier sind wieder so Mini-Ruckler drinne. Aber die sind vom Spiel selber. Okay. Oder wartet, weil der Helfer da umdreht? Kann es deswegen sein vielleicht, dass der da neue Helferkurse berechnet? Aber das war doch vorher immer nicht. Das verstehe ich manchmal nicht. Naja, egal. Hauptsache, er macht hier sein Ding und das macht er anscheinend recht gut, so wie es aussieht. Dann kommt auf jeden Fall ordentlich was zusammen hier. So, erstes Schwarz ist durch. So, dann machen wir mal ordentlich Stroh. Und da liegt noch was. Da fahren wir nochmal direkt nochmal drüber. Hä? Naja, der Schwader, das, wenn du das halt nicht selber machst, bleibt doch öfter mal was liegen und was zurück, ja. So, hier im Grünstreifen liegt auch noch was. Das geht natürlich gar nicht. Na, jeder Krümel muss mit. Wobei diese ganz kleinen Dinger hier am Rand. Wir werden hier so viele Ballen haben. Ich glaube bald. Warte mal, haben wir hier Ballenzähler aktiv? Ja, 7 Stück. Okay. Na dann hoppali hopp. Dann knattern wir mal durch den nächsten Schwart hier. Ach so, aha. Wenn wir oben sind, gucken wir mal im Hofsilo, wie viel Getreide denn da drin ist. Und Leute, ich bin mir gerade nicht so sicher, weil ich war ja wieder total schlau und habe mir ja nichts aufgeschrieben. Weil meistens habe ich ja mal kleine Aufnahmepausen zwischen den Aufnahmen-Sessions quasi, weil ich nehme immer, wenn ich aufnehme, mehrere Folgen nacheinander auf. Und dann verliert man meistens eine Woche. Und dann mache ich wieder die nächsten. Und weil zwischendurch immer so viele Dinge passieren, vergesse ich immer alles, was ich vorher gesagt habe. Und wichtige Sachen schreibe ich mir immer auf den Zettel. Als kleine Gedankenstütze. Meistens gucke ich mir auch die letzte Aufnahme nochmal an, um zu wissen, wie ist denn der Stand. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie die Planung für die Getreide hier war. Wollten wir hier Mais machen oder so? Oder weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass wir hier wirklich Mais machen wollten, dass wir an Silage rankommen für einen Fermenter oder so. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen Stroh. Ich denke mal, mehr als genug zu tun. Schauen wir mal. Guck mal, wir fahren 20 km/h mit der Olga. Ja, die spuckt dann schön aus. Da wird auch ordentlich was zusammenkommen. Ich mag diesen Traktor. Und ich habe wieder bei Agrarhautnah bestellt. Ich habe mir wieder Traktormodelle bestellt. Da kam nämlich ein Video raus, wo drinnen stand, ja, ich habe hier einen Case Steiger und da dachte ich mir, oh, den musst du haben. Also ein 1:32 Modell. Ja, ist nicht bei einem geblieben, wieder mal nicht. Nee, und den hat er auch im Angebot. Oh. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken. Der Ding ist meine Vitrine, da ist auch langsam irgendwie der Platz alle. Muss mal schauen, wo ich das alles lasse denn. So, komm, wir gucken mal schnell im Hofsilo, was denn hier der Getreidestand sagt, was wir eingefahren haben mit der Ernte. Das dürfte nämlich ordentlich sein. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch in die Saatgutproduktion zwischendurch was reingefahren, dass wir da sehr, sehr lange ausgesorgt haben dürften, theoretisch. Zeige mal. Ja, guck mal, 167.000 Liter Weizen sind hier drin. Saatgut haben wir, glaube ich, ausreichend. Bei den Hühnern, was ist hier los? Nahrung, 79. Ich glaube, hier habe ich auch nochmal reingefüllt. Und Hofsilo, da gucken wir einfach mal. Dürfte ausreichend viel und genügend sein. Wenn wir verkaufen, sollte auf jeden Fall wieder Asche da sein, weil 44.000 ist gerade nicht so viel. So, zeig mal.
Guck mal, fast 900.000 Liter Weizen. Ich denke mal, da können wir eine schnelle Mark mit machen, oder? Da gehe ich ganz stark von aus. So. Ich habe schon überlegt, diese kleinen Mini-Ruckler, die sind ja noch nicht lange da. Und wenn sie da sind, stören sie mich. Vielleicht nehme ich die Sichtweite doch nochmal ein bisschen runter. Auf, ja, keine Ahnung, 175 oder 150 oder so, weil jetzt ist auf Maximum. Also jetzt können wir bis zum Mond und dahinter noch gucken. Aber eigentlich müssen wir das ja gar nicht, ne? Weil der ganze Zirkus spielt sich ja hier um den Traktor rum ab und nicht in gefühlt 8 Kilometern Entfernung. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall läuft die Sache mit der erhöhten Framerate sehr, sehr schön. Vor allem die Aufnahme läuft total saftig. Da bin ich echt froh drüber. Und vielleicht sieht man jetzt auch einen kleinen Qualitätsunterschied in der Aufnahme selber. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem mit 60 FPS auf. Ja, CPU 16. Na, mal sehen. Ich gucke mir nachher die Aufnahme mal an, wenn sie hochgeladen ist, ob sich denn da was verbessert hat oder nicht. Aber andersrum gesagt, wäre die Qualität schlecht, dann hättet ihr mir das schon längst gemeldet in den Kommentaren, weil da seid ihr Gott sei Dank sehr, sehr eifrig dabei. Und vor allem Feedback und so. Wenn ich mal irgendwie eine technische Frage habe, gerade zwecks Video- oder Tonqualität, da kommt echt viel Rückmeldung von euch. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das hilft mir wirklich, weil sonst sitze ich da, war das jetzt gut oder schlecht? Und keine Ahnung. Und geht das so oder nicht? Oder war das jetzt total der Reinfall? Grauenvoll? Ist das okay? Ja, nein, vielleicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ihr wisst Bescheid, ne, was ich damit meine. Also vielen, vielen Dank dafür erstmal. Damit ist mir sehr, sehr geholfen. So, wir fahren hier über das schwebende Gras. Stroh, Schwart, nicht Gras, okay. Ja, was wir testen wollten, was ich noch weiß, ob die Fermenter und die Futtersilos, die wir beim Kuhstall gestellt haben, ob die Stroh nehmen, da müssen wir mal gucken. Vielleicht unterbrechen wir dann hier mal ganz kurz die Ballenpressaktion und gucken, dass wir an so einen Ballenwagen rankommen. Frage, welchen wollen wir nehmen? Da müssen wir mal nochmal im Shop ein bisschen gucken, den Katalog durchwühlen, was denn da in Frage kommen würde. Oh, ein dicker Haufen, nimmt da alles mit. Haha. Weil erweiterte Arbeitsbreite der Ballenpresse macht es möglich. Heißt, wir brauchen bei so einem fetten Berg, wenn der Drescher hier so einen Haufen auskotzt, nicht mehr irgendwie hin und her rudern, sondern einfach weiterfahren. Der nimmt jetzt schon mit. Liegt hier noch Stroh im Gras? Ich hoffe nicht. Nein, sieht sehr sauber aus. Alles klar. So, na dann Action. Ab nach dem Schwatt. Wir machen den Streifen hier noch durch und dann gucken wir mal, ob wir da Stroh im Kuhstall loswerden. Wir brauchen noch Mähtechnik, fällt mir ein. Dass wir die Wiese mähen können. Ja, da müssen wir auf jeden Fall zum Shop. Dann werden wir noch mehr Kataloge wälzen und nochmal eine Großbestellung machen, denke ich mal. Weil wenn die Ställe Ballen nehmen, dann hätten wir theoretisch alles da. Wir haben einen Schwader und wir haben eine Presse. Und wir haben eine Wiese, die müssen wir dann nur abmähen. Oder wollen wir mit dem Schwattmäher wieder arbeiten? Das wäre natürlich für die Presse geil. Wenn der dann alles schön auf Schwart ablegt, dann macht sich das glaube ich besser. Wie? Der Schwader, der ist doch noch nicht fertig. Kannst du mir nicht erzählen, dass der den fetten Acker schon abgekloppt hat? Im Leben nicht. Da gucken wir gleich mal, wenn wir hier den Streifen beendet haben. Würde mich jetzt sehr wundern. Also wäre an sich total cool, weil dann könnten wir mit dem nämlich schon mal Ballen fahren. Aber der hat doch den großen Acker noch nicht fertig. Ich finde voll schön, dass die Stoppeln so schön hochstehen. Ich finde es generell sehr hübsch. Oh ja, und wir brauchen auch so viele Ackergeräte. Oh Mann, ey. Wir haben, glaube ich, noch keinen Mulcher. Ja. Naja, alles nach und nach. Vielleicht machen wir die ersten Feldbestellungen oder Ackerarbeiten erstmal vielleicht noch nicht auf 100% Ertragbonus, je nachdem. Weil wenn wir die Technik nicht haben, können wir halt nicht auf 100% gehen. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall kommen hier Ballen raus ohne Ende, Freunde. Ist ja der Hammer. So, hier kommt nochmal ein fetter Haufen. Der wird einfach aufgefressen. Zack,
Fällt gleich nochmal ein Ballen raus. Okay. Aha. Hä, der hat gerade mal drei Schwade gemacht und sagt, das ist fertig. Das ist ja Schwindelei. Das hätte... Komm runter, mach an. Von wegen Feierabend fertig. Zieh durch, Junge. Du hast ja noch nicht geschafft hier. Oh, oh. Leute, das werden aber auch... Ach, du Schande. Guck mal. Ach, oh, oh, weia. Viele Ballen, kann ich euch sagen. Viele Ballen. Und der macht zwei Schwade. Ich glaube, mit drei wäre wieder knapp, ne? Ja. Eieieiei. Ja, warte mal, aber jetzt kann ich ja nicht mehr so fein dosiert mit der... Muss ich mit der Maus machen, oder? Ja. Okay, mit der Maus, mit dem Mausrad kann man dann viel besser reinzoomen. Stufenfreier, weil jetzt mit dem Controller ist immer gleich bom, 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 richtig abgehackte Zoom-Stufen. Okay. So. Gut. Na dann komm, dann lassen wir den mal machen. Wir gucken nach dem Shop, was wir denn jetzt als Ballenanhänger nehmen. Warte mal, haben wir irgendwas im Angebot? Negativ, immer noch nicht. Haben wir schon was im Inventar, was ich vielleicht schon wieder vergessen habe? Nee. Wir haben Striegel. Wow. Wir haben eine Walze. Die haben wir gekauft, ja. Wir haben eine Sämaschine. Also wir hätten schon viel. Was wir noch nicht haben, ist ein Mulcher. Düngetechnik haben wir. Okay, sehr viel Rot sehe ich hier. Ne? Case ist allgegenwärtig. Wir brauchen was zum Ballen transportieren. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir da? Also auf jeden Fall Autoload. Ne? Ich fange jetzt hier nicht an, alles mit der Hand aufzufummeln. Dafür sind das einfach mal unfassbar viel zu viele Ballen. Die da, der kann auch die großen, 32. Hat der eine Anhängerkupplung? Zeig mal von hinten, der Gerät. Negativ, der ist ja schon mal doof. Hey, hallo? Wieso nicht? Okay, was haben wir hier? Haben die alle keine Kupplung hinten dran? Nee, die Ponge nicht. Schade. Ey, ist echt schade. Was ist mit dem hier? Der bestimmt, oder? Auch nicht. La Litoral. Die haben, glaube ich, eine Kupplung hinten dran. Der kann 28. Wollen wir davon 2 nehmen? Oder reicht der einer? Oder nehmen wir so einen? Aber ich will nicht immer die gleichen nehmen. Der kann 32 ballen. Da fahren wir ewig mit, das ist klar, ne? Also wir fahren da wirklich ewig mit. Was haben wir noch? Der kann, glaube ich, kein Autoload hier. Und dann wird schon wieder eng. Der kann 27. Das ist auch wieder so eine total krumme Angabe. Die kann man noch nicht mal schön einlagern, oder? Ja, schwierig. Verdammt. Ich sage euch eigentlich ganz ehrlich, ihr hättet irgendwie Bock auf den hier. Aber der kann hinten nicht ranbamseln. Das ist echt schade. Naja, das wird nix. Aber der wäre cool. Genauso wie die hier. So eine dicke Platte. 36 Ballen ohne Kupplung hinten dran. Oder kann... Warte mal. Nee, können wir auch keine Anhängerkupplung ran konfigurieren. Das ist schade. Sehr schade. Ja. Dann wird es wohl doch wieder so einer hier werden. Wir machen aber vernünftige... Wenn wir können, irgendwie schmale Reifen oder sowas. Ne, nicht so eine dicken Dinger. So, was hier? Wir nehmen die Contis. Design. Joa, wir können eh eine Gitterwand nehmen vorne. Automatisch loaden. Automatisch loaden. Ja. Es ist schon wieder soweit. Hat noch nicht mehr, ja. Normale Kupplung? Ja. Die Hauptfarbe. Was wollen wir nehmen? Wollen wir den in grün lassen? Wäre eigentlich mal eine schöne Abwechslung. Designfarbe. Ist hinten der Unterfahrschutz. Wollen wir den silber machen? Und orange Felgen. Was ist denn, wenn wir die in JCB-Gelb machen? Das ist mal was anderes. Der kostet 22.700. Das ist nicht wenig. Wir nehmen den mal. Vielleicht wird er nach Hause geschickt. Ich glaube aber nicht. Der könnte beim Hof spawnen. Wollen wir den uns schicken lassen? Ich glaube ja.
22.700. Okay. Tada, da steht er. Ja. Jetzt müssen wir das irgendwie abfahren. Mit was fahren wir das ab? Machen wir das mit dem hier? Also so sehr viel haben wir nicht mehr, ne? Die Fahrzeughalle ist nämlich gerade leer. Wir nehmen mal den Onkel hier, mal gucken. Der könnte was werden. So. Der hatte mit dem Schalten immer ein paar Probleme. Mal gucken, wie sich das macht. Der Allradlenkung finde ich eigentlich ganz cool irgendwie. Mit denen haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Dann sammeln wir hiermit erstmal ein paar Ballen ein. So, ist angekuppelt, hängt doch recht vernünftig. Kabel und Schläuche sind dran, dann Action. Na, dann wollen wir mal. Wir machen mal den Arbeitsmodus an und dann fahren wir damit mal die erste Runde zum Kuhstall. Wir fangen mal hier hinten an mit Einsammeln. Das erste Schwatt fahren wir hinten mal ab. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass es unfassbar viele Ballen werden. Vielleicht verkaufen wir auch gleich erstmal so einen Anhänger voll. Wäre an sich nicht verkehrt. Das Geile ist, die Fermenter können auch Strohsilage machen. Das wäre echt nicht schlecht. Und wie gesagt, wenn wir jetzt denn noch, Schneidegras-Schnitttechnik haben, also ein Mähwerk oder irgendwas, dann könnten wir schon mal Gras mähen und dann hätten wir alle Voraussetzungen geschaffen für die Kühe. Das wäre an sich erstmal nicht so verkehrt. Na, schauen wir mal, machen wir nach und nach. So, wie viel gehen hier auf? Waren das 32? 36? 32? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Auf jeden Fall finde ich die Farbwahl ganz okay mit den gelben Felgen. Ist okay. Also so richtig knallig, so ausgewaschen, hellgelb. Wäre jetzt nicht so mein Fall, aber diese JCB-Gelb ist okay. Oh ja. Hä, der fährt voll gut. 43 ist voll schnell. Schöner Traktor, oder? Haben wir jetzt irgendwas ausgelassen? Nee. Da ist der nächste. Und der hat halt einen geilen Klang. Also motorklangtechnisch ist der voll gut. So. 13. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Okay, da geht ganz schön was drauf. Na, mal gucken. Aber was ich mir dachte, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch irgendwo einen Acker kaufen. Erstmal, oder? Also ich denke mal, die beiden Felder, die wir hier haben, da werden wir so viel Beschäftigung mit haben. Vor allem die Dröscher sind halt nicht groß. Da herrscht übrigens kein Bedarf für weitere Felderwerbe. Da hinten fährt die Eisenbahn. Das wäre vielleicht bald ein bisschen wichtiger, dass wir uns da... Okay, gut. Was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich hinfällig, weil wir müssten nochmal ein Land kaufen, um da das Hofsilo hinzustellen, um die Eisenbahn zu beladen, weil das wäre cool. Glaubt mir, Freunde, das erleichtert sehr viel Transport, die Lumpe. Du fährst halt einfach das ganze Getreide direkt in das Silo und kannst die Eisenbahn aus dem Silo raus beladen. Ne, brauchst du nicht zur Verkaufsstelle irgendwie hintransportieren oder so, sondern ab in die Eisenbahn, über die Schiene, weg, tschüss, fertig. Und kassieren. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Wenn wir die Geldmittel dafür haben, dann werden wir mit der Eisenbahn direkt beladen und verkaufen. Ja, wir könnten natürlich auch... Ah, ist aber auch irgendwie sehr, sehr umständlich. Vor allem nicht gerade lukrativ. Ich habe mir gerade schon überlegt, wenn wir in der Ernte sind, den Zug bieten und den am Feldrad stehen lassen und dann mit einem Überladewagen oder so direkt die Eisenbahn beladen. Ist aber das Problem, in der Erntezeit ist der Verkaufspreis eigentlich am schlechtesten. Deswegen glaube ich, bauen wir doch das Hofsilo, besser gesagt ein Hofsilo an die
Bahnstrecke ran und werden dann da einlagern. So, 32 Stück passen hier rauf. Okay. Und ich wollte den Anhänger, weil der hat eine Anhängerkupplung. Und da kannst du mal reinhängen, einen zweiten Hänger hinten dran. Guck mal, und hinten der Unterfahrschutz ist schön am Rumschaukeln. Völlig abgefahren. So, ja, wir fahren damit jetzt zum Kuhstall. Jetzt hat er Probleme mit Hochschalten, alles klar. Und ich hoffe, dass die Stallung und alles Stroh in Ballen nehmen und die Fermenter und so auch. Wir müssen mal ein bisschen rumprobieren und testen. Weil damit steht und fällt gerade alles. So. Hä, hey, der ist voll geil, der Traktor. Das einzige Problem ist halt wirklich mit seiner Schalterei, wenn er Last hat. Dann möchte der das immer nicht so. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier unterwegs sogar noch ein paar Sammelobjekte. Mal gucken. Ah ja, stimmt, wir haben ja so viel umgebaut am Kuhstall da hinten. Okay. Ganz wichtig, immer an Schildern gucken. Da sind immer welche versteckt eigentlich. Und wir wollten nochmal eine extra Folge machen irgendwann, ne? Sammelobjekte? Na, mal gucken. Oh ja, oh ja. Nee, doch, also jetzt sind die Grafikeinstellungen schon besser. Also ich habe nur die Framerate ein bisschen hochgedreht. Und das läuft schon besser. Ich hatte auch so sehr verwaschene Reifen immer beim Fahren und so. Sah auch sehr komisch aus. Vielleicht lache ich wirklich. Alter, guck mal, wie hoch dieses Gras hier steht. Das ist ja der Hammer. Boah. Muss ja aufpassen, dass hier keine Raptoren drin sind. Ertragbonus 38. Ist aber erntereif. Okay, benötigt Kalk. Das ist doof. Haben wir da. Machen wir fertig. Irgendwann mal. So. Schalte doch. Ah, nee. Wir sollten das hier abladen. Wir machen mal einen Test. So. Das machen wir mal mit Superkraft, denke ich mal, ist besser. Um zu gucken. So, wir nehmen einen. Wird der weniger? Gerade noch nicht. Wird der weniger? Och, ich will hier aber nicht einstreuen, ne? Wenn wir den hier reinwerfen. Der löst sich auch nicht auf. Das ist schon mal blöd. Und hier? Was kann man hier beladen? Milch oder was ist das hier? Oh, die Stallungen nehmen kein Stroh. Vielleicht werde ich die Stallung dann noch abreißen und hier einen eigenen Kuhstall hinbauen. Oh, hier ist nochmal ein freistehendes Gatter. Okay. So, wer waren hier was gewesen? Das war hier die Futter. Okay. Bitte, lieber Gott, lass hier Stroh in Ballen an den... Ja, geil! Das ist hier der... Gärstahlsilo groß. Dann ist das hier, was ist das hier? Grastrocknung. Wir brauchen noch nicht mal Heu machen, weil wir haben ja eine Grastrocknung. Wir brauchen bloß Grasmähen. Das ist so ein richtiger Spielstand für Faule eigentlich. Und dann machen wir mal ein bisschen Silagestroh. Weil wenn der das hier hoch annimmt, dann ist geil. Oh ja. Dann starten wir hier mal die Produktion. Stroh. Da, Strohsilage. Behalten. An. Mischration. Wir brauchen nur Heu und Silage. Also wir müssen Gras mähen und Silage reinfüllen.
Dann ist das okay. Was ist denn, wenn wir hier auf Verteilen drücken? Landet das denn automatisch hier drin? Müssten wir mal testen. Wenn nicht, fahren wir einfach von A nach B. Wir brauchen hier eh noch Gerätschaften. Dafür haben wir nämlich die drei Hallen. Ja, okay. Ja. Wollen wir das Stroh hier einlagern? Wollen wir das erstmal komplett in die Silageherstellung fahren? Weil die Stallung nimmt das leider nicht. Da müssen wir dann einstreuen. Das ist blöd. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Weil einstreuen nervt. Da musst du die Ballen immer in den Einstreuwagen erstmal rinnen. Und oder wir machen strohlose. Aber dann brauchen wir wieder einen Ballenhäcksler für, glaube ich. Ja. Okay. So. Wollen wir alles in die Silageherstellung fahren? Würde ich sagen, wäre am besten, oder? Erstmal. Oh, stimmt. Bremsen hat er nicht so. Und die werden. Ach, geil. Die werden vom Anhänger runtergenommen. Das ist ja wirklich sehr belohnend. Cool. So. Na bitte, die Silageproduktion läuft. Freunde, ich würde sagen, wir werden beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen Stroh pressen oder so. Und ja, was ich hier mit den Stallungen mache, weiß ich auch noch nicht. Oder die funktionieren erst, wenn hier Kühe drin stehen. Aber die würde ich erst hier reinholen, wenn wir Gras haben zum Füttern. Weil sonst wird es schwierig. Wasser wollen die auch. Ja, mal gucken. Aber Wiese hätten wir. Also wir wären theoretisch. Ja, wir müssen vielleicht mal so einen Anhänger voll Stroh auch verkaufen, dass wir wieder so ein kleines bisschen an Geld rankommen. Ja, alles nach und nach, Freunde. Das war's für heute. Aber wir haben herausgefunden, die Fermenter und ganzen Produktionssilos am Kuhstall nehmen Stroh und Heu und Grasballen. Das ist voll geil. Die Stallung anscheinend nicht. Vielleicht aber doch, aber erst in Produktion mit Kuhbestand. Wir werden das noch rausfinden, aber auf jeden Fall bis hierhin sollte es erstmal gewesen sein für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und Rinni hauen.